Hallo zurück bei Tiffy TV. Es tut mir wieder mal leid, so mit regelmäßig, jede Woche, das klappt nicht so gut. Aber ich habe heute tatsächlich wieder mal was Neues und wollte mal gucken, ob euch das gefällt. Ihr müsst es dann natürlich da unten in die Kommentare schreiben. Ich habe damals in der 11. Klasse gemerkt, dass viele Mitschüler abgeschaltet haben, weil ihnen der Chemieunterricht ab der 11. Klasse zu schwer wurde und viel zu umfangreich. Und deswegen wollte ich euch jetzt mal ein bisschen was darüber erzählen, in der Hoffnung, dass ich ein paar Elfklässlern da draußen helfen kann. Man beginnt in der 11. Klasse mit den Alkanen. Alkane ist der Fachbegriff für Kohlenwasserstoffe und darin steckt das Wort Kohlenstoff und Wasserstoff. Das heißt, dieses Molekül, was dort beschrieben wird, besteht nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Das sieht dann etwa so aus, dass die Kohlenstoffatome, weil diese vier Bindungen eingehen können, sich in langen Ketten anordnen und an jedem Kohlenstoffatom jene freie Bindungsplätze, die nicht mit anderen Kohlenstoffatomen verbunden sind, mit Wasserstoffatomen aufgefüllt werden. Die homologe Reihe der Alkane besagt, dass diese Alkane alle langkettige, unverzweigte Alkane sind. Das heißt, jedes Kohlenstoff ist höchstens mit zwei anderen Kohlenstoffatomen verbunden. Die Alkane in der homologen Reihe werden N-Alkane genannt, für Normalalkane. Die N-Alkane richten sich alle nach einer allgemeinen Summenformel. Das heißt, es gibt NCs und dazu 2NHs plus 2Hs. Das heißt, für jedes Kohlenstoffatom, das dazukommt, kommen auch zwei Wasserstoffatome hinzu. Man benennt diese Alkane alle nach einem bestimmten Schema. Dieses beginnt allerdings erst ab dem 5. Kohlenstoffatom. Vorher sind es Trivialnamen. C1H4 ist Methan. C2H6 ist Ethan. Dann kommt Propan, Butan und dann fangen die lateinischen Bezeichnungen an. Pentan, Penta das Wort für 5, Hexan, Hexa das Wort für 6, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan. Es folgt Undekan, Dodekan und so weiter und so fort. Die Alkane sind so gesehen Öle und damit unpolar, sprich sie lassen sich nicht in Wasser lösen. Durch ihre Unpolarität findet auch eine geringe Wechselwirkung zwischen den Molekülen statt. Dadurch sind deren Siede- und Schmelzpunkte ziemlich gering. Die geringen Siedepunkte führen dazu, dass die ersten vier Alkane, also Methan, Ethan, Propan und Butan, gasförmig bei Raumtemperatur sind. Die Alkane Pentan bis Hexadekan sind flüssig bei Raumtemperatur und alle darüberliegenden sind bei Raumtemperatur fest, so wie Wachs. Für die verzweigten Alkane mache ich nochmal ein extra Video, bei dem ich vorher erkläre, was Isomere sind. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Ich würde es gerne wissen von euch, ob das hilfreich war, ob das kompletter Schwachsinn war, wenn ihr das überhaupt nicht hören wollt. Chemie ist jetzt ja nicht so das unglaublich beliebte Fach. Dann sagt es auch. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche oder irgendwann anders. Mal sehen, wann ich das so schaffe. Tschüss!